Morgen und herzlich willkommen zu Nachgefragt, mal wieder hier im Basecamp und natürlich auch online alle, die dabei sind. Wir freuen uns sehr, dass Jan-Philipp Albrecht heute Morgen bei uns ist, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, und wir diskutieren unter der Überschrift Digitale Vision, was kann noch kommen? Ich erspare uns allen das alte Bonmot von Helmut Schmidt mit den Visionen und dem Arzt und so weiter, weil ich glaube, das Basecamp als Plattform für den digitalpolitischen Austausch hatte mit diesem Begriff eigentlich noch nie Probleme, weil wir wissen, man muss ein bisschen mal drüber hinausdenken, um dann auch in konkreten Punkten weiterzukommen. Jan-Philipp Albrecht, heute Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, gerade im Vorgespräch habe ich schon gesagt, alter Europäer, lange im Europäischen Parlament, dann aber eben auch Minister in Schleswig-Holstein im echten Norden für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur, aber eben auch Digitalisierung zuständig. Und wie man aus der Zeit im Europäischen Parlament immer so sagt, mit sicher einer der Väter der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, aber sicherlich auch in ganz vielen anderen europapolitischen Debatten zu Hause. Wir wollen ins Gespräch kommen über ein bisschen was, was die digitalen Visionen angeht, aber eben auch über Grundfragen, die uns beschäftigen. In einem Tweet vom 26. September haben Sie mal geschrieben, es ist höchste Zeit, dass wir uns über die Frage von Arbeit, Wohlstandsverteilung und soziale Sicherung grundlegend unterhalten. Sowohl die Energiewende als auch die Automatisierung führen zu völlig veränderten Ausgangsbedingungen. Automatisierung, das Stichwort Energiewende hören wir jetzt relativ häufig, aber das Stichwort Automatisierung damit reinzunehmen, ist doch nicht so häufig. Was meinen Sie und wo soll es da lang gehen aus Ihrer Sicht? Ja, das Thema ist ein bisschen an den Rand der Aufmerksamkeit gerückt und das meines Erachtens völlig zu Unrecht, weil wir eigentlich diese Debatte ja nicht erst jetzt seit heute beginnen, sondern schon seit einigen Jahren führen und uns fragen, was bedeutet es eigentlich, wenn viel an Erwerbsarbeit, insbesondere in der Industrie, in der Fertigung, automatisiert wird, zumindest zum Teil, also dass Teile von Tätigkeiten automatisiert werden, nicht nur durch Anwendungen der künstlichen Intelligenz und viele Tools, die wir heute nutzen, insbesondere im Digitalen, sondern eben auch tatsächlich durch sehr fortgeschrittene Robotik und andere Anwendungen, die in industriellen Bereich jetzt eingesetzt werden. Und wir sehen eben jetzt, dass wir die theoretische Debatte eigentlich hinter uns lassen müssen und uns praktisch der Realität widmen müssen, denn die Robotik ist schon da, die Automatisierung ist da. Sie wird jetzt auch in der Fläche ausgerollt, es wird in vielen Branchen tatsächlich zum Einsatz von solchen neuen Methoden kommen. Aber die Rahmenbedingungen, die wir dafür geschaffen haben müssten, die sind noch nicht da. Wir haben ganz grundlegende KI-Prinzipien auf europäischer Ebene. Wir haben erste Regeln zur Frage von Haftungen im Bereich zum Beispiel von automatisierten Verfahren. Aber das ist alles in den Kinderschuhen. Und wir sind noch lange nicht da, wenn wir darüber reden, dass zum Beispiel, wenn Erwerbsarbeit übernommen wird durch eine Maschine, zum Beispiel keine Besteuerung von Erwerbsarbeit mehr stattfindet in dem Bereich, sondern zum Beispiel nur noch Gewerbesteuer oder Mehrwertsteuer anfällt. Das sind andere Fragen auch in der Verteilung der Gelder zwischen den verschiedenen Ebenen. Und das ist eine Herausforderung für unsere Haushalte und für die Sozialsysteme, der wir uns stellen müssen. Und wenn jetzt diese Entwicklung schon so weit ist und tatsächlich ins Land hinausgeht, dann müssen die Fragen ja eigentlich wahnsinnig schnell beantwortet werden. Ist denn die Bundesregierung aus Ihrer Sicht jetzt da schon drauf vorbereitet? Braucht es da noch mehr Impulse von Stiftungen, anderen Akteuren, die da unterwegs sind? Oder wie kann es gelingen, dass man darauf auch schnell Antworten findet? Ja, ich sag mal, die Realität kann sich relativ schnell ändern, wie wir in diesem Jahr sehen. Wir erleben plötzlich eine rasante Beschleunigung der Frage zum Beispiel des Ausstiegs aus den fossilen Energieträgern, der Frage der Preisentwicklung im Bereich der fossilen Energieträger. Genau das kann natürlich auch in einem solchen Bereich wie der Automatisierung passieren. Wenn wir zum Beispiel über den Wechsel von der Herstellung von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren reden, dann reden wir ganz massiv auch
über Automatisierung ein Grund, warum zum Beispiel viele Gewerkschaften sehr skeptisch dem Elektromotor gegenüberstehen, weil sie sagen, da gibt es noch keine Antwort dafür. Was passiert eigentlich mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dann? Und das wiederum lässt sich aber nicht so schnell ändern wie die Realität. Also jemanden von heute auf morgen in eine neue Tätigkeit zu bringen, umzuschulen, weiterzubilden, das braucht Zeit. Das kann nicht von heute auf morgen passieren. Und deswegen ist es so dringend, dass wir jetzt darüber reden, spätestens jetzt, wo eben viele Veränderungen tatsächlich dann auch anstehen, einzusteigen in neue Rahmenbedingungen, die insbesondere eben bei der Bildung, Weiterbildung ansetzen, aber eben auch bei der Frage, wer finanziert das dann zum Beispiel, wenn die Leute nochmal ein zweites Erststudium sozusagen machen müssen oder eine zweite Erstausbildung in ihrem Leben. Das muss eigentlich Normalität werden heutzutage, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie das eigentlich finanziert, wie das gestaltet werden soll und wer sich darum kümmern muss. Wenn hier im Basecamp das Thema Bildung aufgerufen wird, dann gehen eigentlich immer alle Warnlampen an und jeder ist eigentlich enttäuscht. Und ehrlich gesagt ist es auch schon über die Jahre hinweg das Thema, wo eigentlich alle so ein bisschen mit dem Kopf schütteln, weil man den Eindruck hat, dass Deutschland nicht in der Lage ist, sich als lernende Gesellschaft zu verstehen, vielleicht sogar noch zu verstehen, aber dann auch in den Umsetzungsmodus zu kommen. Das scheint doch eher schwierig. Ich persönlich habe Lockdowns erlebt, wo, da ich in Brandenburg lebe, die HPI-Schulcloud gut funktioniert hat, aber das scheint eher der Ausnahmefall gewesen zu sein. Also dieser Weg in die lernende Gesellschaft, da tun wir uns wahnsinnig schwer. Sie haben ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen auch Verantwortung getragen, auch mal in einem Land. Warum ist es so? Ich will jetzt nicht in Föderalismus ist doof und nichts funktioniert, das ist ja auch zu einfach letzten Endes, aber wie kann so ein Mehrebenensystem, wie wir es in Deutschland haben, wie kann es denn da gelingen, dass man eine lernende Gesellschaft wird und das Zusammenspiel der Ebenen dabei funktioniert? Also zunächst ganz einfache Frage. Ja, genau, ganz einfache Frage. Und die Föderalismuskritik, die da mitschwingt, die ist ja vollkommen berechtigt. Denn das Problem in Deutschland im Föderalismus in den letzten Jahren, nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch in vielen anderen Fragen, zum Beispiel der Infrastrukturplanung und Umsetzung, ist ja, dass wir ständig eigentlich nur noch das Hin- und Herschieben von schwarzen Petern haben. Das heißt also, die Länder sagen, lieber Bund, du musst unbedingt uns finanzieren, dass wir die Schulen digitalisieren. Dann gibt der Bund das Geld und sagt, ja, und ihr müsst dann jetzt das Personal dafür bereitstellen, dass das funktioniert. Das funktioniert vorne und hinten nicht, hat nicht funktioniert im Digitalpakt Schule, wie wir gesehen haben. Und deswegen braucht es eben endlich überhaupt erstmal ein Verständnis, dass das nur gemeinsam zu schaffen ist, dass man sich ein bisschen loslösen muss von den verwaltungsrechtlichen und formalen Zuständigkeitsfragen und sich überhaupt erstmal der Sache widmen muss, was brauchen wir denn überhaupt? Und das ist eben mehr als nur ein Tablet sozusagen in die Bildungslandschaft reinwerfen, sondern das ist ein Infragestellen auch der Methoden, wie wir Bildung und Ausbildung und Weiterbildung gestalten in Deutschland. Die ist sehr, sage ich mal, auf einem sehr akademischen Verständnis von Bildungspolitik geblieben und wird dort auch diskutiert, vor allen Dingen zwischen BildungspolitikerInnen. Und denen will ich überhaupt keinen Vorwurf dazu machen, dass sie sich sehr intensiv damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, dass der Rest der Gesellschaft, dass wir alle, und zwar auch diejenigen, die nicht den ganzen Tag sich mit Bildungspolitik auseinandersetzen, sich einbringen müssen, einmischen müssen in diese Frage, wie kann das eigentlich funktionieren? Wie wollen wir eigentlich in Zukunft ein dauerhaftes Lernen und Weiterqualifizieren ermöglichen? Was braucht es dafür? Denn dafür braucht es deutlich mehr als bloß sozusagen ein paar Schulen, die sich irgendwie neu aufstellen und Lehrer, die neue Konzepte auf den Weg bringen oder Lehrerinnen, sondern da braucht es wirklich auch Konzepte und gemeinschaftliche Initiativen von Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft und eben der bildungspolitischen Landschaft, die Dinge neu zu denken. Und das brauchen wir vor allen Dingen auch mit Blick auf die Frage, nicht nur, wie bilden wir uns weiter, sondern wie leben wir auch in der Automatisierung? Wie werden wir neu zusammenleben? Wie finanzieren wir, wie gesagt, zum Beispiel auch unsere staatliche Infrastruktur in Zukunft in einer automatisierten Gesellschaft oder in einer Gesellschaft auf Basis von erneuerbaren Energien? Das sind Transformationsprozesse, die vieles in Frage stellen. Und diesen Fragen, den müssen wir uns jetzt stellen und dürfen nicht im Hier und Jetzt verharren. Ich will gerne noch zu einem anderen Thema Energie, was am Anfang anklang, kommen, aber jetzt verlockt es mich doch nochmal zu der Nachfrage. In einer Gesellschaft, die sehr viel mehr in Einzelteilen
diskutiert, sich wohlfühlt, gar kein Interesse daran hat, was jetzt andere Teile dieser Gesellschaft machen. Da höre ich diesen Appell, Schwarze Peter-Spiel lassen wir mal sein, wäre vielleicht auch für das Binnenverhältnis hier in Berlin zwischen Senat und Bezirken gar nicht so schlecht. Vielleicht könnte man dann auch Wahlen organisieren. Aber wenn das so auseinanderdriftet, so nehme ich es jedenfalls wahr, wie kriegt man denn da auch wieder Dinge gemeinsam hin in so einer Gesellschaft? Jetzt eine noch größere Frage eigentlich, aber die Frage ist gar nicht so abwegig. Und als jemand, der sich mit Europapolitik zum Beispiel beschäftigt, stellt man relativ schnell fest, dass die Debatten über theoretische Strukturen und was sozusagen in der Theorie richtig wäre, sozusagen, dass die einen nicht weit führen und dass die auch nicht interessant sind. Deswegen sind Jahrzehnte von Föderalismusdiskussionen und Reformen auch gescheitert ein Stück weit, weil man sich nicht wirklich einer ganz konkreten Frage gewidmet hat und gefragt hat, was ist eigentlich das Zielbild, zu dem wir hinwollen, sondern immer nur darüber diskutiert hat, wie könnte man den Föderalismus ent- oder verflechten, damit es irgendwie im Zusammenspiel besser passt. Wie gesagt, das hat erstens kein Sex-Appeal, da möchte man nicht drüber reden, und zweitens weiß man gar nicht, wofür man das macht. Und so ist es zum Beispiel in der Europäischen Union, die Debatten über die Reformen zum Beispiel der Zusammenarbeit in Europa, die machen nur dann Sinn, wenn man weiß, worüber diskutiert man eigentlich, was will man erreichen. Zum Beispiel in der Sozialpolitik, dass wir europäische gemeinsame Standards im Sozial- und Arbeitsmarktbereich brauchen, ist offensichtlich. Also was braucht es dann dafür, damit Mitgliedstaaten in der Lage sind, darauf gemeinsam eine Lösung zu finden? Und genauso braucht es das eben im Binnenverhältnis Deutschlands, der Bundesrepublik, im Föderalismus, dass wir uns der Frage widmen, wie können Bund und Länder denn gemeinsam Dinge stemmen? Ja, und das darf natürlich nicht so laufen, wie das zum Teil jetzt immer wieder läuft, dass man als Bund sich was ausdenkt und es dann den Ländern vor die Füße kippt. Und es darf aber auch nicht so laufen, dass die Länder immer sich nicht beteiligen an den Debatten und dann am Ende sagen, ja, aber das können wir gar nicht leisten, da muss der Bund uns mehr unter die Arme greifen. Also diese Ownership auch, die es da braucht, die muss eingefordert werden. Und da dürfen die Leute zum Beispiel nicht alleine gelassen werden, damit zu sagen, naja, und ihr als Länder, ihr kümmert euch ja nur um die Länderangelegenheiten. Nein, die sind genauso verantwortlich für die Bundespolitik, so wie die Bundespolitik auch genauso für die Europapolitik mitverantwortlich ist. Und das muss man einfordern. Gut. Dann hoffen wir, dass wir auf diesem Weg weiterkommen. Jetzt tatsächlich noch mal ganz kurz zurück zum Thema Energie. Das ist ja auch ein Themenbereich, wo sich ja unsere Gesellschaft wahnsinnig verändert. Wir hatten eigentlich in den letzten, sagen wir, 2-3 Jahren den Eindruck, dass der Zusammenhang, den es ja zwischen der digitalen Transformation und eben auch Energiewende durchaus gibt, dass er immer stärker diskutiert wurde und auch Nachhaltigkeitsfragen. Aktuell wird das natürlich überlagert durch die ganze Dringlichkeit, die wir jetzt in der aktuellen Situation haben. Aber die Frage ist, wie kann dieses Zusammenspiel gerade auch jetzt in dieser Stresssituation, aber dann eben auch in den Perspektiven gut funktionieren. Wie sehen Sie das? Naja, also jetzt sind wir in einer Krisensituation, das ist gar keine Frage, dass man da natürlich auf Sicht versucht, auch gemeinsam Kompromisse zu finden, wie Dinge jetzt über den Berg gebracht werden können. Also die Entlastung, die Frage auch von Investitionen, die wir zum Beispiel in Deutschland und Europa dringend brauchen, die müssen gestemmt werden, dafür muss man Lösungen finden. Aber entscheidend ist es, dass wir für die mittel- und langfristige Perspektive immer mitdenken, auch jetzt in Krisenzeiten, was bedeutet es, wenn wir Entscheidungen treffen? Also welchen Beitrag leisten zum Beispiel kurzfristige Ausgaben und Entlastungen und Maßnahmen auch auf die mittel- und langfristigen Ziele? Und das muss diskutiert werden mit allen Beteiligten. Das darf nicht vom Tisch gewischt werden, so nach dem Motto, da können wir jetzt nicht drüber reden, das darf gerade kein Thema sein, sondern es muss immer ein Thema sein, weil wir ansonsten von einer Krise in die nächste rutschen. Wir werden sowieso auf Sicht nicht rauskommen aus dem Krisenmodus, aber wir müssen versuchen, uns ein Stück weit rauszuarbeiten daraus, dass wir nur über Krise reden können und nicht mehr über langfristige Ziele und Reformen, die wir anlegen wollen. Die müssen einen Raum haben und davor muss sozusagen auch ein Diskussionsraum in der Politik und auch zwischen den verschiedenen Verantwortlichen geschaffen werden, in dem das eben auch zentral sein kann. Das Agieren in der Krise
führt ja auch manchmal dazu, dass man Diskussionen eher in kleineren Kreisen führt. Aktuelles Thema sind natürlich auch die Strompreise, die alle bewegen und auch die Industrie, auch die Digitalwirtschaft stark bewegen. Es wird nicht so wahrgenommen. Stahl und Bäcker ist irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer als das, was an Strom in der Digitalwirtschaft gebraucht wird. Aber das hätte natürlich auch wahnsinnige Folgen, wenn aufgrund der jetzigen Strompreise dann in den nächsten Jahren die Investitionen in dem Bereich runtergefahren wird, was ja digitale Transformation eher unmöglich macht. Also die Frage ist, wie man da Blasen, die krisenbedingt natürlich da sein müssen. Also man kann ja jetzt nicht ein Beteiligungsformat von einem Jahr machen, bevor dann die Bundesregierung in so einer Krise agiert, ist auch klar. Aber wie kann man da trotzdem den Anspruch, den Sie gerade formuliert haben, dass man da zusammenwirkt, wie kann man den lösen? Wahrscheinlich durch gute Kongresse bei der Heinrich-Böll-Stiftung, aber vielleicht gibt es auch noch andere Instrumente. Ja, also das ist genau der Punkt. Ich glaube, es braucht halt einfach trotzdem Räume, in denen man darüber diskutieren kann, was bedeutet diese Entwicklung jetzt für uns auch für die kommenden Jahre. Und dafür braucht es Räume, Diskussionsräume, aber dafür braucht es auch Verfahren, der sich auch eine Bundesregierung zum Beispiel und die Landesregierung widmen müssen. Das heißt also jetzt in dieser Krise sich auch zu überlegen, wie kommen wir in einen Diskussionsprozess, wie unsere sozial-ökologische Marktwirtschaft, wenn man so will, in den kommenden Jahren entwickelt werden soll. Und das ist etwas, wo zum Beispiel das Bundeswirtschaftsministerium auch gerade dran arbeitet. Und das fände ich auch zentral, dass es dafür Räume gibt, in denen man sich dann auch einbringen kann. Wie soll das aussehen? Welche Grundlagen brauchen wir? Wie müssen wir zum Beispiel das Strommarktdesign verändern, damit es in der Zukunft tatsächlich auch niedrige Preise dort gibt, wo zum Beispiel erneuerbare Energien produziert und auch weiterverarbeitet werden? Wie können wir Anreize zu mehr Effizienz und Einsparung setzen? Ein Thema, das die IT-Branche definitiv beschäftigen wird, weil der Anteil am Gesamtenergieverbrauch riesig sein wird für die IT-Branche, was grundsätzlich erstmal hinzunehmen ist, aber auf der anderen Seite natürlich die Frage stellt, schafft man es nicht im Design von Hard- und Software zum Beispiel deutlich noch Energieverbräuche zu senken, Energieeffizienzgewinne zu heben, und dafür braucht es Rahmenbedingungen. Wie gibt es Anreize dafür? Wie können wir darauf hinwirken, dass das auch möglich ist zum Beispiel? Ja, dass für viele Akteure es gar nicht möglich ist, in Systeme reinzuschauen oder gegenüber einem Rechenzentrum deutlich zu machen, dass es bestimmte Standards braucht. Dafür braucht es einfach Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen, und die müssen wir diskutieren, und den Raum, den müssen wir bieten. In dem Raum kann man dann auch darüber diskutieren, und jetzt elegante Überleitung, wie man auch Daten zum Beispiel nutzen kann für das, was da an digitaler Transformation auch im Hinblick auf Energie und Ähnliches stattfinden kann. Ich habe ja vorhin schon gesagt, einer der Väter der DSGVO. Ich will gar nicht auf der DSGVO sozusagen jetzt nochmal. Dann würde ich die Frage stellen, wenn man schon eine Verordnung hat, warum wird sie dann in Europa derartig unterschiedlich umgesetzt? Also es ist ja keine Richtlinie, wo jeder noch so sein ist, drauf und runter und so weiter. Und trotzdem erleben wir ja ganz unterschiedliche Umsetzungskulturen, sage ich jetzt mal, an der Stelle. Aber die spannende Frage finde ich ja eher, wie kommt man raus aus dem, was sich da ja in dem Umfeld, aber auch hinterher immer wieder darstellt, dass wir Datenschützer haben und Datennutzer, und die stehen sozusagen an zwei unterschiedlichen Enden der Welt, und dazwischen ist ein riesiger Graben, und wir wollen eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Den Eindruck hat man ja immer wieder, und ich glaube, eins kann man ja definitiv sagen, so wird es dann nicht funktionieren, dass man die Schätze auf der einen Seite hebt und auf der anderen Seite das, was man an Werten ja damit auch verbindet, verteidigen kann. Also erstmal muss man, glaube ich, den europäischen Institutionen den gleichen das gleiche Umsetzungsproblem zugestehen wie allen anderen Ebenen. Und wenn man sich umschaut, wie in Kommunen und Gemeinden Bundesregeln angewendet werden und durchgesetzt werden, dann sieht man doch erhebliche Unterschiede. Und so ist es eben auch mit einer EU-Verordnung, die direkt gilt. Der Unterschied zur Richtlinie ist schon groß. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, wir haben uns häufig gar nicht bewusst gemacht, was für massive unterschiedliche Marktbedingungen es in den europäischen Ländern vorher gegeben hat. Und es ist natürlich auch erst in den letzten Jahren, sage ich mal, mit einem gemeinsamen europäischen digitalen Markt und wirklich auch der Tätigkeit über die Grenzen hinweg sichtbar geworden, dass es überhaupt einheitliche Anwendung braucht. Dass die Durchsetzung noch immer auch durchaus unterschiedlich durch die Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten erfolgt, ist
trotzdem ein Problem. Und deswegen haben wir in diesem Gesetz ja auch veranschlagt, einen Mechanismus, den diese Aufsichtsbehörden und auch die Gerichte nutzen und auch einfordern müssen. Und das ist eben, dass die Kohärenz, das Kohärenzverfahren angestrengt wird. Das heißt, dass Entscheidungen, die anders ausfallen, als man sie eigentlich für richtig hält, dann eben auch korrigiert werden müssen in den anderen Mitgliedstaaten. Man hält sich da unter den Aufsichtsbehörden noch zu sehr zurück. Ich glaube, im Zweifel müssen die Gerichte das zurechtrücken. Der Europäische Gerichtshof wird sicher die ein oder andere weitere Entscheidung noch fällen. Sowas braucht immer auch ein bisschen Zeit, bis das passiert ist. Aber ich glaube, da kann man zuversichtlich sein, weil die Regeln sind ja eindeutig und sind einheitlich und müssen eben dann auch entsprechend durchgesetzt werden. Das wird auch kommen. Auf der anderen Seite, und das ist der zweite Teil der Frage, ist das die Voraussetzung natürlich dafür, dass wir auch in der Lage sind, die Daten dann auch zu nutzen, die rechtmäßig in diesem Rechtsrahmen auch erhoben werden können. Ich will immer dazu sagen, das betrifft ja nur die personenbezogenen Daten, in Anführungszeichen. Ich weiß, das ist eine ganze Menge, aber nichtsdestotrotz gibt es da draußen immer noch eine ganze Reihe von Informationen, die nicht personenbezogen erhoben und verarbeitet werden können und überhaupt nicht gebunden sind an die DSGVO-Regeln. Und es gibt Möglichkeiten und Methoden, auch weiterhin Daten von ihrem Personenbezug zu befreien. Ja, also das kommt mir meistens zu kurz in der Debatte. Having said that, bleibt es natürlich trotzdem dann die Herausforderung, dass die Daten, die personenbezogen bleiben, dann auch nutzbar gemacht werden. Und dazu bietet aber die Datenschutzgrundverordnung sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich glaube, da kommt ganz viel darauf an, welchen Bezug stellt man zu dem Betroffenen von der Datenverarbeitung her? Welchen Bezug errichtet man zu den Datensubjekten? Ja, so ist es ja meistens in diesen Rechtsbestimmungen vorgesehen, dass man über das Subjekt redet. Das sind die Menschen, die dahinter stehen. Und da gibt es noch viele Entwicklungsmöglichkeiten, habe ich das Gefühl. Also wir haben damals, während die Datenschutzgrundverordnung in der Debatte war, ja über Vorschläge gesprochen, die leider so nicht gekommen sind, die zum Beispiel technische Standards hätten normieren können über die Kommunikation zwischen dem Betroffenen und dem Datenverarbeiter. Ich würde mir wünschen, wenn das weiter vorangetrieben wird. Wenn also unterschiedliche Akteure, da hat es ja auch mal eine Initiative von Mozilla zum Beispiel gegeben, viele zusammenzubringen in einer Allianz. Auch Google hat sich das überlegt, dass also aber der Versuch besteht, weiterhin von Akteuren gemeinsam technische Standards zur Kommunikation zwischen Individuen und Datenverarbeitern herzustellen, die verlässlich ist, die transparent ist, die den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung entspricht und diese Kommunikation zu vereinfachen durch solche technischen Standards. Das wäre mein Wunsch weiterhin und ich glaube, dass da sehr viele Möglichkeiten bestehen, auch innerhalb dieses Rechtsrahmens. Gut, dann hoffen wir mal, dass es auch da weitergeht. Und ich möchte noch, bevor ich dann auch aufrufe, Fragen zu stellen, sowohl online, gucke zu Nicole, als auch hier im Raum. Dieses Datenschutzthema hat ja eben auch abseits von dem Nutzen und von der wirtschaftlichen Bedeutung geht es ja da um europäische Werte, die sich darin ausdrücken. Davon gibt es ja noch eine ganze Menge andere, sage ich mal, die wir gemeinsam haben wo die Frage ist, wie kann es gelingen, das auch in einem digitalen Raum in der Zukunft sozusagen fortzuschreiben? Und das heißt ja nicht einfach, das bleibt alles, wie es ist, sondern es verändert sich ja ganz viel. Das heißt, ich muss auch, wenn es um Werte von Diversität, um Inklusion, um Generationen, Klimagerechtigkeit geht. Wir haben jetzt im Rahmen unserer Themenwoche nächste Woche, kleiner Werbeblock, ganz viele tolle Veranstaltungen. Eine, die ich auch wahnsinnig spannend finde, ein Wake-up-Event, wo es um die Frage geht, Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen in digitalen Medien. Wie kann man damit umgehen? Also es gibt ja ganz viele Themen da. Und im Grunde erlebe ich da auch so eine Unsicherheit. Wie kann das denn das, was uns eigentlich bisher auch als europäischen Gesellschaften ausgezeichnet hat, da auch weitergetragen werden? Also eines ist sicherlich ein stärkeres Verständnis davon, was sind eigentlich die europäischen Werte, sich darüber nochmal zu vergewissern. Und das Gute ist ja, dass wir zum Beispiel mit der Grundrechtecharta einen Katalog haben, der sehr klar formuliert eigentlich die Rechte in der Europäischen Union normiert. Und ich fände es spannend, dass so wie über das Grundgesetz eben auch zum Beispiel über diese Grundrechtecharta und auch die Grundsätze, die wir in den Verträgen festgelegt haben, mehr gesprochen wird. Und man sich überlegt, was heißt
heißt das denn konkret für den digitalen Raum? Das Thema zum Beispiel Meinungs- und Informationsfreiheit, das ein Riesenthema ist weiterhin. Wie können wir das eigentlich stärker auch in ganz Europa zum Leben erwecken? Und wir wissen, dass das auch innerhalb der Europäischen Union vor erheblichen Herausforderungen steht. Wenn wir nach Ungarn schauen, wo im Moment letztendlich die Pressefreiheit und auch die Informations- und Meinungsfreiheit erheblich eingeschränkt ist, gilt es eben, diese Debatte auch lebhaft zu führen und darauf hinzuwirken, dass die Werte ernst genommen werden und Mechanismen gefunden werden, sie auch durchzusetzen und stärker zu verankern. Und ich hoffe, dass das uns gelingt, eben jetzt in dieser Zeit, in der wir eben sehen, wir werden auch vom Autoritarismus wieder bedroht, ja, und es gibt Backlash-Bewegungen von denjenigen, die sagen, lass uns lieber die starke Hand einer autoritären Regierung sozusagen wählen in diesen Krisenzeiten. Das gibt es ja viele Menschen, die daran glauben, denen eben deutlich zu machen, was dass es für einen Mehrwert ist, dass wir in Europa diese Rechte und diese Freiheiten gewonnen haben und ihnen zu zeigen, dass das auch für ihre individuelle Situation eine Perspektive bietet. Wir sind herausgefordert, was unsere Werte angeht und vielleicht hilft das ja auch, die mal klarer wieder zu artikulieren und präsent zu haben. Ich gucke jetzt mal in den Raum, ob es jemand gibt, der eine Frage stellen möchte. Ich gucke niemand einzeln an, das muss jeder für sich selber wissen. Ich gucke einmal zu Nicole. Aber es gibt schon ein bisschen Traditionen und ich freue mich, dass André Traditionen auch fortführt. Bitte. Ja, nicht alle Traditionen sind schlecht. Ne? Guten Morgen, André Groß, Deutsche Messe AG. Ich hätte eine Frage hinsichtlich Ihrem Hause sozusagen. Sie sind ja noch nicht so lange Vorstand der Böll-Stiftung und vielleicht ein paar Worte könnten Sie dazu sagen. Wo sehen Sie die Entwicklung der Böll-Stiftung für die Jahre? Was haben Sie sich da vorgenommen? Also viele von uns kennen natürlich Aktivitäten der Adenauer-Stiftung oder Ebert-Stiftung, Böll-Stiftung. Man weiß vielleicht, wo sie sich befindet, aber ansonsten hat man vielleicht nicht so viel Information dazu. Also was sind so die Vorhaben für Sie und vielleicht auch, weil wir schon über Digitalisierung sprechen, was sehen Sie denn in puncto Digitalisierung für so eine Institution wie eine Stiftung? Also verändern sich da interne Abläufe durch Digitalisierung oder bringen Sie dieses Thema eben auch massiv in Länder ein, in denen Sie aktiv sind? Ja, also erstmal vielen Dank für die Frage, weil das tatsächlich natürlich etwas ist, was mich jetzt die letzten 3 Monate sehr beschäftigt, auch herauszuarbeiten, was ist eigentlich unser Aufgabenkern als Stiftung. Und das rankt sich im Grunde genommen um 2 große Themenbereiche. Das eine ist die Transformation, wirtschaftlich, gesellschaftlich, und das andere ist das Thema Demokratie und offene Gesellschaft, offene Staatlichkeit sozusagen auch für zivilgesellschaftliche Akteure, wo wir in vielen Ländern tätig sind und ja auch gerade mit Blick auf Osteuropa und Russland in den vergangenen Jahren viel gearbeitet haben, um tatsächlich die Räume für Debatten, für Freiheit, für Zivilgesellschaft, demokratische Zivilgesellschaft zu öffnen und zu erhalten und im Moment natürlich gegenüberstehen einer Shrinking-Space-Situation, also einer schrumpfenden Öffentlichkeit für diese Aktivitäten. Und da sind wir als Stiftung tatsächlich diejenige, die in vielen Ländern zivilgesellschaftliche Akteure sehr intensiv unterstützt. Aber wie gesagt, das Thema Transformation sowohl im ökologischen Sinne als auch im Sinne des digitalen Wandels ist für uns das Themenfeld, wo wir hier unsere Tätigkeit sehen, auch neue Ideen und Prozesse zu moderieren und auch zu entwickeln. Und damit natürlich gerade auch jetzt in der Zeit, wo wir auch grüne Politik an entscheidender Stelle auch mit in der Regierungspolitik sehen, dafür zu sorgen, dass die Prozesse über die Legislaturperiode hinaus und auch über die Grenze der deutschen Debatte hinaus, also europäisch und international, gedacht und entwickelt werden und dazu beigetragen wird, dass wir das sich gegenseitige Befruchten von Transformationsprozessen einerseits und andererseits dem Thema Zusammenhalt und Demokratie, dass das immer lebendig und gegenwärtig bleibt. Das ist letztendlich der Kern der Arbeit der Böll-Stiftung, die ja sehr eben auf diesem Impetus beruht, dass man sich einmischen muss in die Prozesse, dass es zu gestalten gilt, die Digitalisierung, den transformativen Wandel. Und das ist auch das, worauf wir uns in den kommenden Jahren sehr intensiv konzentrieren werden und wo natürlich auch unser Wirken zum Beispiel auch im transatlantischen Raum und in ganz Europa
darauf ausgerichtet ist, das auch europäisch und international zu vertreten. Denn man muss eben sagen, zum Beispiel gerade in Europa fehlt es auch immer noch sehr an Thinktank-Strukturen, an Stiftungsstrukturen. Und da haben wir eine Verantwortung aus Deutschland hinaus, wo das ja auch eine besondere Lage ist mit den politischen Stiftungen, dass wir sie haben und dass es diesen demokratischen Diskurs in der Form auch geben kann. Vielen Dank. Und da mache ich noch eine ganz kurze Anschlussfrage. Heute erleben wir ja mal wieder, dass die Europäische Union sich eigentlich immer wieder neu erfindet und sich immer weiterentwickelt. Und Präsident Macron hat im Mai angekündigt, wir wollen noch eine europäische politische Gemeinschaft mal machen. Heute treffen sich 44 Staats- und Regierungschefs in Prag. Sicherlich gibt es da Werteunterschiede, die würden jetzt nicht alle die Grundrechtecharta unterschreiben, aber es ist ein ganz spannendes Event. Was wird das für Europa bewirken, was da heute in Prag stattfindet? Also zunächst einmal muss man, glaube ich, festhalten, dass das eine Riesenchance ist, weil es in einer Zeit der Identifikation mit europäischen Werten aufgrund der Gefahr des Angriffskriegs Russlands Gemeinsamkeiten mit Partnern um die Europäische Union herum bietet, die wir lange nicht gesehen haben. Und das ist eine Chance, weil man gemeinsam Dinge entwickeln kann, wenn es um Infrastrukturplanung geht, wenn es um geopolitische Fragen und gemeinsames Vorgehen auch geht, wenn es um einen gemeinsamen Raum der Reisefreiheit und der Freiheiten, der Werte geht. Und das soll dort diskutiert werden. Und ich hoffe, dass es mit Leben gefüllt wird. Denn neben dem großen Enthusiasmus in diesem Aufbruch, der da gelungen ist und der im Kontrast zu dem steht, wie wir, sage ich mal, vor uns hin diskutieren, wenn es um Vertragsänderungen in der EU geht in den letzten Jahren, ist natürlich auf der anderen Seite auch eine große Gefahr damit verbunden, nämlich dass Hoffnungen wieder enttäuscht werden. Und das darf nicht passieren. Das heißt, es muss jetzt schnell auch mit Substanz gefüllt werden, sonst endet dieser Kreis mit 44 Staats- und Regierungschefs am Ende so ein bisschen wie Clubhouse. Man trifft sich und redet und irgendwann ist die Luft raus. Das sollte nicht passieren. Dann hoffen wir alle gemeinsam, dass die Luft dann nicht so schnell raus ist, sondern es ein guter Aufbruch ist. Ich danke ganz herzlich Jan-Philipp Albrecht heute hier bei Nachgefragt. Vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich darauf, dass wir in der erwähnten Themenwoche, die nächste Woche stattfindet, ganz, ganz viele Veranstaltungen haben. Und es gibt tatsächlich auch schon wieder einen Nachgefragt, wieder um 8.30 Uhr, und zwar am 13. Oktober. Und da freuen wir uns darauf, mal ihr innenpolitische Themen der Digitalisierung zu diskutieren mit Rita Schwarzelier-Sutter, parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesinnenministerin, 13.10. Und heute nochmal ganz herzlichen Dank, Jan-Philipp Albrecht, und allen einen guten Tag.